Balcony TV. Herzlich willkommen zu Balcony TV. Ich bin die Alex und meinen Namen müsst ihr auf jeden Fall schon mal gehört haben. Und ich befinde mich mal wieder auf dem wunderschönen Dach des Comebackpacker Hostels in Kreuzberg. Und heute habe ich einen Berliner Rapper an meiner Seite und zwar Jero. Richtig, ja. Nach tausendmal Proben habe ich den Namen. Freue mich sehr, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Was kriegen wir denn musikalisch heute so von dir auf die Ohren? Mein aktuellen Song, Weltschmerz heißt der. Und zwar ist der mit Bimbo Beutling. Den haben wir gerade rausgebracht auf Juice. Mhm. Und ja, passt jetzt nicht ganz so zum Wetter, aber ist trotzdem ein super Song. So, solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken. Da bin ich gespannt und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Danke dir. Ich setze mal eine Sonnenbrille auf, weil die Sonne so ein bisschen blendet. Außerdem habe ich gehört, es kommt cooler. Ich bin ein Scheißkerl in der Scheißwelt, mach ein Scheißsachen mit Scheißgeld. Ich komm nicht aus diesem System raus, guck der Plan des Teufels, er geht auf, es ist hart ihm nicht zu folgen. Der Stab straft mit Folgen. Ich seh aus, als würde ich Polo spielen, ich seh aus, als würde ich golfen. Aber geht es darum, was zu ändern, dann fühle ich mich lediglich unbeholfen. All der Scheiß, auf den wir so stolz sind, du bist fashion und das war's auch. Für ein Like geht dir dein Arsch auf, schmeiße Steine aus meinem Glas aus. Denn ich seh mich selbst aus dem Rad raus und so stoß ich an meine Grenzen. Will sie unsere Wünsche nun lenken und mit unseren Ängsten uns drängen, bis wir uns selber nicht mehr erkennen, entfremden vor unseren engsten Menschen. Oberflächlicher Bastard, unerlässlicher Zaster, kann mich aufregen, doch nicht auflehnen, bin ein ohnmächtiger Hustler, bin geboren auf diesem Pflaster, Geburt an dieses Pflaster, hab ne gute Seele, doch ich schieße um mich wie ein Shutter, 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 Shutter. Ich übernehme, komm, mach keine Zähne, zerfetz deine Zähne, komm, zeig deine Zähne, ich brauch keine Gruppe, ich mach's alleine, ratatatatata, ich übernehme und folgen ihnen und sie folgen ihnen und sie folgen ihnen, den Tod müssen mehr Geld verdienen, doch sie sehen ihren Sohn und sie geben ihn und sie geben ihn und sie geben ihn ihren Lohn. Bisschen mehr Geld verdienen, doch sie sehen ihren Sohn und sie folgen ihn und sie folgen ihn und sie folgen ihn in den Tod. Bisschen mehr Geld verdienen, doch sie sehen ihren Sohn und sie geben ihn und sie geben ihn und sie geben ihn ihren Lohn. Bisschen mehr Geld verdienen, doch sie sehen ihren Sohn. Der Song, der dreht sich ja schon um dieses ganze System, dass man Geld verdienen muss, dass man halt was sein muss oder man ist was, wenn man Geld hat sozusagen. Ist das bei dir im Privaten auch so? Also definierst du dich über das Geld? Nein, ich definiere mich nicht über das Geld. Aber man braucht natürlich das Geld, ne? Ist normal. Also fängt schon bei der Kunst an, dass man sich selber irgendwie besser verwirklichen kann, wenn man mehr Geld hat. So. Oder auch irgendwie seine Freizeit besser gestalten kann, wenn man mehr Geld hat. Ansonsten, ja, es geht aber, also da hängt, ist schon so eine Spirale, so, die da dran hängt, die da auch thematisiert wird. So. Aber Weltschmerz ist ja an sich dieser psychologische Begriff, der dafür steht, dass man irgendwie gerade so eine Unzulänglichkeit hat, dass man irgendwie nicht vorankommt und nichts dagegen machen kann, aber trotzdem mit der Welt unzufrieden ist und einfach so ohnmächtig sich fühlt. Ja. Sehr schön erklärt. Du bist ja jetzt nicht so der typische Rapper. Also du hast ja jetzt nicht mit irgendwelchen Rappern Beef oder beleidigst Mütter in deinen Songs. Wie würdest du dich denn in dieser ganzen Rap-Szene positionieren? Also in welche Richtung geht deine Musik? Meine Musik beschreibe ich immer liebevoll mit einem Wort, und zwar Couchmucke. Und zwar beschreibt es eigentlich schon ganz gut den Sound. Also es ist sehr layback. Und für den Feierabend gemacht oder für die Afterparty. Das ist auf jeden Fall nicht so die Haut-drauf-Musik. Und ich denke, damit fahre ich auch ganz gut, weil gerade in Deutschland sehe ich da noch eine Lücke. So. Und das ist auch das, was ich persönlich sehr gerne höre. Und es fehlt mir halt ein bisschen in Deutschland. Das mache ich halt sehr gerne, ja. Und hat man so als Rapper auch noch so einen Lieblingsrapper? Also so, oder ist er Konkurrenzdenken? Ja, klar. Ich bin ein Rap-Fan, seitdem ich klein bin und habe ganz viele Lieblingsrapper immer schon gehabt. Und die ändern halt immer. Mein momentaner Lieblingsrapper, ja, ist schwer zu sagen. So, ich feiere Currency, Young Roddy, Kendrick Lamar. Es gibt vieles, was ich feiere. Ne? Okay. Dich gibt es ja schon eine Weile. Und hat sich, also es hat sich ja ein bisschen was getan bei dir. Was hat sich denn so verändert? Momentan, jetzt vor ein paar Tagen, hat sich gerade mein Management geändert. Also davor hatte ich gar keins so. Und da war ich komplett alleine. Jetzt habe ich mir so ein bisschen professionelleres Umfeld gesucht, werde so ein bisschen gepusht. So. Bin nicht mehr ganz alleine und bin da sehr zuversichtlich, weil alle sehr motiviert sind. Ja. Und musikalisch, was steht so in nächster Zeit an? Also ist irgendwas geplant?
Musikalisch, klar, es ist einiges geplant. Ich will jetzt noch nichts Festes sagen, weil ich noch nicht, weil wir noch so ein. In der Mache. Wie bei Überraschungseiern. Ja, aber es ist halt gut. Genau. Man soll auch manchmal. Aber so vom Soundbild kann ich schon mal verraten, so wird es ein bisschen moderner. Mhm. Also, es bleibt gechillt und es bleibt halt auch so atmosphärisch und so, aber das Soundbild von den Drums und so wird es ein bisschen moderner. Okay. Ja, aber es wird jetzt kein Imagewechsel. So. Okay. Und zum Schluss muss ich dir diese Frage stellen. Du bist ein Rapper, wie sieht's aus mit Groupies? Wie stehst du zu Groupies? Wie stehe ich zu Groupies? Ja, ich bin ja jetzt auch noch nicht so an dem Status angekommen, dass ich für Groupies so interessant bin. Ja. Naja, bestimmt. Ja, okay. Ich krieg's halt immer zu spät mit, ne? Also, okay. Also bist du derjenige, der darauf hingewiesen werden muss? Ja, meine Kumpels sind dann immer so, ey, ich glaube, die steht auf dich und so. Mhm. Ich sehe das immer nicht. Ich sehe die Zeichen nicht. Deswegen, okay. Ja. Okay, es hat mich sehr gefreut, dass du mein Gast warst. Mich auch, danke. Und wir sehen uns einfach nächsten Montag wieder. Ciao. Back in ETV.